Das Bildarchiv des Bruckmann Verlages ist ein in sich geschlossener Bestand in der Fotothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte. Es wurde 2016 vom ZI übernommen, während der schriftliche Teil zeitgleich an das Bayerische Hauptstaatsarchiv überführt wurde. Seit seiner Gründung 1858 entwickelte sich der Bruckmann Verlag zu einem der bedeutendsten Kunstverlage seiner Zeit. Er prägte die Kunstpublizistik über ein Jahrhundert lang entscheidend mit. Zu Bruckmanns Programm zählten Standardwerke namhafter KunsthistorikerInnen und Archäologen sowie die erste durchgehend mit Autotypien illustrierte Zeitschrift Die Kunst für alle. Ab 1884 ergänzte die Fotografische Union das Verlagsangebot und bediente mit ihren Bildbänden und Kunstdrucken zeitgenössischer Werke die Populärkultur der Jahrhundertwende. Wir blicken bei Bruckmann auf eine teils problematische Verlagsgeschichte zurück. Von Anfang an entschieden konservativ ausgerichtet, ging die Firma früh einen Bund mit den Nationalsozialisten ein. Verlag und Druckerei belieferten ihre Propagandamaschinerie und waren im Zweiten Weltkrieg als kriegswichtig eingestuft. Das Verlagsarchiv, so wie wir es hier vorfinden, wurde bis in die 1990er Jahre genutzt. Jetzt steht es erstmals der Forschung zur Verfügung. Im Bildarchiv Bruckmann befinden sich ca. 150.000 Fotoobjekte, die nicht nur Zeugen der Verlagshistorie sind und Blicke hinter die Kulissen der Kunstgeschichte und ihrer Historiographie erlauben. Sie bilden auch 120 Jahre Entwicklung der Fotografie, ihre Techniken und Gebrauchsweisen ab, was eine enorme Bandbreite an Forschungsperspektiven eröffnet. Im stetigen Wettstreit um neue Technologien wurde etwa auch ein eigenes mobiles Reproduktionsatelier zum Patent angemeldet. Das Archiv besteht aus zwei Teilen, deren Grenzen aber fluide sind. Zum einen den fotografischen Positivvorlagen und zum anderen den Pigmentdrucken und großformatigen Negativen aus verlagseigenen Fotokampagnen. Diese führte Bruckmann zwischen 1895 und 1913 in europäischen Kunstsammlungen durch. Öffnen wir also die Fotoschachteln und schauen, was sich im Archiv verbirgt. Der Münchner Verlag hat einerseits eine starke lokale Dimension, andererseits eine große internationale Reichweite. In den Boxen finden sich Reproduktionen von Gemälden, Skulpturen und Kunstgegenständen mit Positivretuschen, Kolorierungen und Annotationen. Das Archiv weist deutliche Lücken auf. Unter anderem betrifft das die Bildbestände zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dennoch haben sich einige Fotografien erhalten, die zum Beispiel NS-Kunst zeigen oder als Kriegsdokumentation dienten. Dann gibt es eine umfangreiche Bildersammlung zu antiken Denkmälern, vor allem Skulpturaufnahmen. Es wurden aber auch vereinzelt Ausstellungen, Künstlerfeste und Atelieransichten in dokumentarischen Aufnahmen festgehalten. Das Archiv beinhaltet daneben auch Bilddokumente, die für Publikationen zur Alltagskultur gefertigt wurden. Bei unserer Arbeit greifen wir auf digitalisiertes Quellenmaterial des Verlages zurück, das sich beispielsweise in den digitalen Beständen der UB Heidelberg findet. Den Negativen der Bruckmann-Kampagnen sind bis heute die Retuschen eingeschrieben, was sie zu einzigartigen Objekten macht. Unter dem Mikroskop lassen sich die Eingriffe und Verfahren genauer bestimmen. Im Verlag gab es eigene Ateliers, in denen die Retuschearbeiten stattfanden. Mit einer kritischen Perspektive auf das bislang weitgehend unerforschte Material arbeiten wir nun interdisziplinäre Fragestellungen heraus, indem wir Entstehungszusammenhänge, Rahmenbedingungen und Entwicklung, Überlieferung und Rezeptionsgeschichte rund um den Verlag untersuchen. Das Bildarchiv Bruckmann erlaubt und fördert neue Blicke auf eine bedeutende Periode der Mediengeschichte. Wie in einem Brennglas sind hier zentrale Aspekte der Kunstgeschichte sowie ihrer populären und wissenschaftlichen Vermittlung bzw. politischen Instrumentalisierung verdichtet.